Bei strahlendem Sonnenschein kommt die Regionalligamannschaft von Bayer Leverkusen zum VDV-Camp. Für die Zweitvertretung der Werkself ist es das erste Spiel an diesem Tag. Die vereinslosen Profis der VDV müssen dagegen zum zweiten Mal ran. Dennoch, Leverkusens Trainer Matthias Mink nimmt das Spiel nicht auf die leichte Schulter. Wir spielen letztes Jahr mit Fortuna Köln, meinem alten Verein, immer wieder gerne hier, jetzt mit Bayer Leverkusen. Also ich denke mal, dass das auch für die Vereine, die hier rund um Duisburg unterwegs sind, ist das eine gute Geschichte, weil man nachmittags dann eben auch so ein Spiel auch für die Spieler, die nicht so zum Zuge kommen im Ligabetrieb, als Testspiel einfügen kann und wirklich eine gute Konkurrenzsituation hat und für die Jungs auch immer wieder ein Ansporn. Es ist schöner, hier zu spielen, wie irgendwo bei einem Landesligisten oder Mittelrheinligisten, ist klar. Und so tritt die VDV an. Im Tor Christoph Semmler, vor ihm Baldassare Di Gregorio, Tim Hofmann, Adrian Rakowski und Christian Demirtas. Die Mittelfeldreihe mit Toni Marmodali, Per Andersson, Nico Frommer und Benjamin Schüssler. Ganz vorne Frankie Sembolo und Alan dos Santos Camilo. Der Regionalligist aus Leverkusen zeigt von Anfang an, dass er nichts zulassen will. Schon in der ersten Minute muss VDV-Schlussmann Semmler beherzt eingreifen. Aber auch die VDV spielt sofort nach vorn und hat entsprechend gute Chancen, so wie diese schon in der fünften Minute. Ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die Zuschauer, darunter auch diesmal viele Scouts und Beobachter der Vereine, bekommen ein Spitzenspiel zu sehen. Vor allem die Abwehrreihen auf beiden Seiten stehen gut. Die VDV versucht es mit Tempowechseln und überraschenden Seitenwechseln, ohne Erfolg. Doch auch die Leverkusener kommen nicht zwingend vors Tor. Eine halbe Stunde lang geht das so, beide spielen auf sehr gutem Niveau. Dann, fast aus dem Nichts, kommt Leverkusen nach einem Einwurf einmal schnell durchs Mittelfeld und auf die linke Seite. Ein schöner Hackentrick und Leverkusen trifft genau. Die VDV bleibt aber auch nach diesem unglücklichen Rückstand konzentriert. Gegen eine durchaus anfällige Leverkusener Abwehr gibt es plötzlich gute Möglichkeiten. So wie diese, Außennetz oder wenig später die Chance nach einer Ecke. Die VDV-Bemühungen bleiben ohne den gewünschten Erfolg. Dabei wäre der Ausgleichstreffer längst verdient gewesen. So aber geht es mit dem knappen Rückstand in die Pause. Die VDV kommt engagiert aus der Kabine, jetzt mit Uta im Sturm, Mikulajczak und Wiesner im Mittelfeld. So ergeben sich gleich nach Wiederanpfiff gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Immer wieder werden die Außen gut eingesetzt, ein Tor fällt nicht. Doch die VDV-Spieler bleiben geduldig, versuchen es immer wieder mit schnellen Bällen in die Spitze. Eine Riesenmöglichkeit hat in der 54. Minute Christian Demirtas. Nach einer verunglückten Abwehraktion landet der Ball maßgenau vor ihm. Sein toller Außenristschuss verfehlt das Leverkusener Gehäuse nur knapp. Dann die 70. Minute. Die VDV bekommt den Ball nicht richtig weg. Der Leverkusener Angreifer reagiert am schnellsten und befördert den Ball ins lange Eck. Pech für die VDV und den wieder chancenlosen Kicker. Die Leverkusener versuchen danach, das Spiel zu kontrollieren. Pressing schon in der Hälfte der VDV. Trotzdem, es bleibt, was es von Anfang an war, ein Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften. Das zeigt sich auch wieder in der Schlussphase. Die VDV kommt noch einmal, drückt und drängt auf den Anschlusstreffer, spielt sich zahlreiche Chancen heraus. Etwa in der 80. Minute. Nach schöner Vorarbeit von Nico Frommer prüft Dani Galm den Torwart der Werkself. Doch Leverkusen bringt den Vorsprung über die Zeit. Die VDV verliert unglücklich 0:2. Cheftrainer Christian Wück ist dennoch nicht unzufrieden mit dem zweiten Testspiel an diesem Tag. Wir hatten unheimlich viele Torchancen in diesem Spiel, aber haben sie halt leider nicht gemacht. Und das hatte uns der Gegner voraus. Sie waren einfach körperlich fitter als wir nach dem ersten Spiel. Und die Niederlage geht leider in Ordnung. Sinnvoll, so ein zweites Spiel am selben Tag?
sinnvoll, weil wir allen Spielern die Möglichkeit geben konnten, sich zu präsentieren. Natürlich war uns klar, vor allen Dingen auch jetzt bei den Bedingungen hier, die Sonne ist endlich wieder mal rausgekommen, dass wir zum Schluss mit den Auswechslungen nur noch Spieler reinbringen können, die vorher schon mindestens 45, 60, 90 Minuten gespielt haben. Und von daher konnte man da einfach dann nicht mehr nachlegen. Wir haben gewonnen und wir haben zu null gespielt. Das ist ja immer das Beste für einen Trainer. Was Schöneres kann man sich eigentlich nicht wünschen. Nee, Erkenntnisse. Wichtig war für uns, dass einige Spieler Spielpraxis bekommen haben, auch über 90 Minuten. Wir hatten ein paar in der zweiten Reihe, die jetzt in den ersten zwei Meisterschaftsspielen nicht so zum Zuge kamen, die jetzt eben auch ihre Möglichkeit gefunden haben, hier in 90 Minuten noch ein bisschen was zu zeigen. So geht ein arbeitsreicher Tag für die VDV-Profis zu Ende. Zwei Testspiele innerhalb von nur 8 Stunden, das zeigt deutlich, wie fit die Spieler sind.